Hey Leute, das ist ganz am Willkommen bei WTN Germany. James Kahn, Sonny in der Patensaga, stirbt im Alter von 82 Jahren. Der Schauspieler James Kahn, der vor allem durch seine Rolle des Sonny Corleone in Francis Ford Coppola's Der Pate-Saga bekannt wurde, ist am Mittwochabend im Alter von 82 Jahren verstorben. Die Familie teilte dies am Donnerstag in einer Twitter-Nachricht mit, in der sie mit großer Trauer den Tod von Kahn bekannt gab, der für seine Rolle im ersten Teil der Pate-Saga eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller erhalten hatte. Die Familie ist dankbar für die vielen Beileidsbekundungen und bittet darum, seine Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren, heißt es in der kurzen Erklärung. Die auf dem Profil des Schauspielers veröffentlicht wurde, zu dessen Filmografie auch Filme wie Misery und The Other Side of Crime gehören. Hollywood trauert um einen Filmstar, James Kahn, der durch das Mafiadrama Der Pate berühmt wurde, ist mit 82 Jahren gestorben. Die Todesursache ist nicht bekannt. Trauer in Hollywood nach dem Tod von James Kahn, der Star aus Filmen wie Der Pate und Misery, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.